Schau mal, Wolfgang, hier ist es ja richtig schön. Ja, Martina, ich weiß, das habe ja auch ich ausgesucht. Sie sind ja schon da. Da werde ich Sie mal begrüßen gehen. Sogar mit eigenem Pool, Wolfgang, schau mal. Sag ich doch, Martina. Mama, machen wir hier Urlaub? Ja, Sarah, gefällt es dir? Oh ja, das ist voll genial hier. Oh, wie schön. Und einen eigenen Pool. Da gehe ich jeden Tag planschen. Na, da werden die 2 Wochen aber vergehen wie im Flug. Wir können ja auch 3 Wochen bleiben, Wolfgang. Sie sind die Familie Mattes? Ja, die sind wir. Schönen guten Tag. Und Sie sind Herr? Weit. Mein Name ist Weit. Ah, schönen guten Tag, Herr Weit. Weit. Weit? Weit. Ja, wie auch immer. Schön, dass das mit dem Bungalow geklappt hat. Da werde ich immer dieses schmucke Stück zeigen. Kommen Sie bitte mit. Wie weit ist es dann bis zum nächsten Supermarkt, Herr Weit? Weit. Mein Name ist Weit. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich 3 Kilometer von hier. Das ist ja gar nicht so weit weg. So, mein Großer, dich packe ich jetzt hier einfach mal. Alka, mein Mädchen, komm. Brav, meine Gute. Oh, ist ja doch ganz schön klein. Mami, ich finde es toll hier. Oben befindet sich der Schlafraum. Sarah, lass uns mal nach oben gehen. Mal von der Größe abgesehen, ist dieses Haus doch ein kleines Schmuckstück, oder Wolfram? Sag ich doch, Martina. Hier oben ist es voll cool. Echt jetzt? Ich schlafe hinten, Lena. Dann schlaf ich vorne bei Mama. Mama, wir sind hier oben. Das ist toll, Kinder. Das Ferienhaus gefällt uns richtig gut und würden uns freuen, wenn wir hier 2 Wochen bleiben dürften. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn etwas sein sollte, ich wohne in dem gelben Haus da oben. Da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Urlaub. Ja, dann nochmals vielen Dank, Herr Weit. Weit. Mama, dürfen wir im Pool? Ja, bitte, Mama, erlaub es uns. Von mir aus schon. Da ist ja gar kein Wasser drin. Oh, schade. Ich werde noch heute Abend das Wasser einlassen. Dann können wir morgen alle einen schönen Badetag machen. Juhu! Komm, Sarah, lass uns mit dem Skateboard fahren. Okay, Lena. Wo wollen wir denn fahren, Lena? Na, da auf dem Weg. Sarah, wo wollen wir denn jetzt langfahren? Lena, wir können doch hier langfahren. Okay. Das Bett für Themen steht. Hier riecht es aber lecker nach Spiegeleiern. Du, Lena, sag mal, weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Warte mal, ich schau mal. Sarah, ich glaube, wir haben uns verirrt. Meinst du wirklich, dass wir uns verirrt haben, Lena? Sarah, nicht weinen. Ich will nach Hause. Das Reisebett für Demen steht, Martina. Ah, danke, Wolfram. Dann kann ich Demen endlich Bett fertig machen. Wo sind eigentlich die Kinder? Es ist so ruhig. Ach, die spielen bestimmt draußen, Wolfram. Ich werde mal schauen, wo die Kinder sind, Martina. Ja, und du kannst ihnen ausrichten, dass es gleich Abendessen gibt. Sarah, Lena, kommt ihr bitte? Es gibt gleich Abendessen. Seltsam. Wo sind sie denn nur? Martina, ich kann die Kinder nirgendwo finden. Ach, Wolfram, die spielen bestimmt bloß Verstecken und wollen dich ärgern. Ich weiß nicht, Martina. Ich habe ein ungutes Gefühl. Lass uns die Kinder lieber suchen gehen. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert.
Lena, was machen wir denn jetzt? Hoffentlich suchen uns Mama und Papa. Die suchen uns ganz bestimmt, Sarah. Ich hab so Angst. Was meinst du, Wolfram, welchen Weg könnten sie denn genommen haben? Martina, das ist echt schwer zu sagen, aber schau doch mal. Ich glaube, Eike hat da etwas. Lena, jetzt ist schon ganz schön viel Zeit rum. Ich glaube nicht, dass Mama und Papa noch kommen. Doch, sie werden kommen. Sarah, Lena, wo seid ihr denn? Lena, hast du das gehört? Ich glaube, das ist Mama, die hat uns gerufen. Ja, Sarah, ich hab's auch gehört. Mama, hier sind wir. Oh, Kinder, Gott sei Dank haben wir euch gefunden. Was macht ihr denn, uns solch einen Schrecken einzujagen? Mama, ich hatte so Angst gehabt. Mama, ich bin so froh, dass du da bist. Das glaube ich. Ich hätte auch Angst, so ganz allein in einer fremden Gegend. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber jetzt schnell nach Hause. Die Eier stehen auf dem Herd. Hilf mir. 35 Grad im Schatten, das ist viel zu heiß, Martina. Da hast du recht, Wolfram. Ich freue mich jetzt auch gleich auf die schöne Abkühlung. Ich freue mich jetzt total aufs Baden. Du auch, Lena? Ja, Sarah. Martina, ich gehe schon mal in den Pool rein. Willst du dich denn gar nicht eincremen, Wolfram? Nicht, dass du dir noch einen Sonnenbrand holst. Eincremen, Martina? Früher haben sich die Menschen doch auch nicht eingecremt. Dann lege dich wenigstens unter den Sonnenschirm. Ja, Martina. Dann werde ich mir jetzt auch mal den Badeanzug anziehen. Mama, dürfen wir jetzt im Pool? Wir sind umgezogen. Natürlich, aber vorher creme ich euch noch mit Sonnenmilch ein. Sarah, kannst du bitte Damon auf den Fußboden setzen? Damon, ich setze dich jetzt hier unten hin. Mama möchte mich noch eincremen, damit ich mir keinen Sonnenbrand hole. Lena, hier vorne sind wir fertig. Drehst du dich bitte um? Jetzt machen wir noch den Rücken. Schau mal, Damon versucht aufzustehen. Was? Ja, schau doch mal hier. Ja, klasse, Damon. Warte, Mama hilft dir. Sarah, Lena, ab mit euch in den Pool. Juhu! Hältst du es für eine gute Idee, Wolfram, hier mitten in der Sonne zu liegen, ohne dich eingecremt zu haben? Martina, das stimmt doch gar nicht. Ich habe mich doch letztes Jahr schon eingecremt. Komm, Sarah, lass uns mal um die Wette tauchen. Okay, Lena. 1, 2, 3, los! Schade, ich hab verloren. Lena, du kannst wieder hochkommen. Das war doch nix. Also, ich fand das richtig lange. Das waren bestimmt 5 Minuten gewesen, Lena. Du bist bestimmt nicht mal eine Minute unter dem Wasser geblieben. Demi gefällt es auch ganz doll im Pool, Mama. Ja, stimmt, Sarah. Kann Demi schon schwimmen? Nein, Lena, Demi kann noch nicht schwimmen. So, meine kleine Wasserratte, jetzt müssen wir aber wieder rausgehen. Für dich ist das Wasser leider zu kalt. Ich komm mit, Mama. Ich muss aufs Klo und ich habe ganz großen Durst. Ich auch. Wolfram, wir gehen mal schnell rein. Sollen wir dir etwas zum Trinken mit rausbringen? Nein, Martina. Ich gehe mir dann schon selber was holen. Aber trotzdem danke fürs Nachfragen. Die Schlumpflimonade schmeckt richtig toll. Wir gehen wieder planschen. Sarah, ich zeig dir jetzt schon mal, was ich kann. Okay, Lena, und dann zeig ich dir mal meine Arschbombe. Hast du das gesehen, Sarah? Ja, Lena, das habe ich gesehen. Jetzt pass auf. Das war ja cool. Ich mach gleich noch meine Arschbombe.
Ich helfe dir. Danke dir, Lena. Lena, geh mal weg, nicht, dass ich auf dich drauf springe. Arschbombe! Die war noch viel besser als die erste. Irgendwie habe ich Hunger. Ich frag Mama, ob wir einen Keks essen dürfen. Ich komm mit. Lena, schau mal, Papa ist ganz rot. Papa hat Sonnenbrand, das tut bestimmt ganz schön dolle weh. Papa, Papa! Was ist denn los, Kinder? Papa, du hast einen Sonnenbrand. Einen Sonnenbrand? So ein Quatsch. Das ist ein bisschen rot, aber ich gehe mal ins Wasser mich etwas abkühlen. Autsch, autsch, autsch. Tut das gut. Mama, Mama, der Papa ist so rot wie eine Tomate. Ja, Lena, wenn der Papa sich nicht eincremt, ist er selber schuld. Ja, der hat voll den Sonnenbrand. Ja, ja, Wolfram, so ist das, wenn man nicht hören kann. Dann muss man halt fühlen. Oh, Martina, das tut so weh. Da bist du selber schuld, Wolfram. Ich weiß, Martina. So, Wolfram, das Kühlakku legst du dir am besten auf die Stirn, das sollte deine Körpertemperatur etwas sinken. Demen, du bleibst hier oben beim Papa und passt auf ihn auf, dass er keinen Blödsinn macht. Ich werde jetzt das Abendessen vorbereiten, Wolfram. Ja, ja, Martina. Oh Gott, ich kann mich kaum bewegen. Mir tut alles weh. Sarah, Lena, kommt ihr bitte rein? Das Abendessen ist gleich fertig. Ja, Mama, wir kommen. Papa, hast du Fieber? Oh, Lena, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube nicht. Irgendwie habe ich gar keinen Hunger. Ich kann gar nicht schlafen. Meine Haut, die brennt wie Feuer. Ach, hätte ich doch nur auf Martina gehört und hätte mich eingecremt. Mir ist schon ganz komisch. Ich glaube, ich habe jetzt doch Fieber. Hier oben im Bett ist es auch viel zu warm. Ich werde runtergehen. Ich kann ja sowieso nicht schlafen. Oh ja, Abkühlung. Ach, viel besser. Ich werde nie wieder, ohne mich vorher eingecremt zu haben, in die Sonne legen. Das ist mir eine Lehre. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes. Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.